So, was ist denn heute die Order? Wir haben keine Order. So, Heat ist befreit. Dann müssen wir uns mal dem anderen geben. Joa. Ich glaube, bei Helldive können wir uns sparen. Weil Helldive alleine machen ist. Haben wir nicht jemanden dabei? Shadow ist doch da. Hier mit reingehen. Rücken wir immer weiter voran. Gebiet verteidigen. Missionskoordinaten festgelegt. Helports bereit. Aktiviere Orbitalbeam. So, bedeutet, wir gehen dann da runter. Orbit synchronisiert. Nehmen das mit, nehmen mit ihn hier, wir nehmen. Wie recht, den Exosuit nehmen wir mit, ihn nehmen wir mit und. Endlich schon ihn, ne? Wobei Gatling Gun auch schon nicht schlecht ist. Helport Start initiiert. Scheiße, ich hätte eine andere Waffe mitnehmen müssen. Ich hätte eine andere Waffe mitnehmen müssen. Aus den Gründen müssen Höllenbomben manuell scharf gemacht werden. Okay. Dein Scheiß Ernst? Dieser Kackturm, ey. Dieser verkackte. Magazin leer!
Hier sind hier also ein paar Heizen. Magazin leer! Moin der, moin Wolf. Mahlzeit. Wie geht's, wie steht's? Verbündeter Zerstörer nun im Geschwader. Helldiver tritt ein. Zeigt mir den Feind. Na komm. Verbündeter Orbitalfeuer. Junge, schieß mir noch einmal in den Rücken. Da hast du wieder so Toffis zwischen, wo man sich einfach nur den Gedanken pflegt, so. Neulinge? Elite Hans, ja, der Name sagt das schon alles, ne? Wieso nimmt man denn auf eine solche Mission so ein Teil mit? Das ist doch reine Dummheit. Oh nein, nein! Ach, heute ist das Spiel wieder verbuggt ohne Ende. Ist das ätzend. Zeig mir den Feind. Ist das eine ätzende Kacke. Ja, da ist nichts mit Countdown. Da bin ich dann eher so, ciao. Die Demokratie hat wieder einmal gesiegt. Bin ich halt nix, ne? Sag doch was, dass du hier am Warten bist. Hast du nichts gesagt? So intensiv aus? Nee, war doch nur Stufe 7. Ist zwar mit Randoms kein Kindergarten, aber ist schon Kindergarten. Ja, überleg mal, wir haben gestern nur Helldive gespielt, also von daher. Oder ist Stufe 7 eigentlich schon so lapidab? Was mich halt abgefuckt hat eben, ich stelle mir schön den Max-Suit hin und mein Geschütz ballert die ganze Zeit den Max-Suit kaputt und ich denke so, hä? Es war kein Bug in der Nähe, kein gar nichts, aber den Max-Suit kaputt ballern. Saubere Arbeit da unten. Wir können den Planeten noch retten. Es ist immer schön, neue Helden. So, warte, ich mach dir Platz. Ist offline. Oh. Ja, jetzt wirst du online angezeigt. So. Da
Sektor 3. Wir haben noch einen Platz frei. Kannst eigentlich nachjoinen. Verbündeter Zerstörer hat Geschwader verlassen. Nö, alles gut. Wollen wir mit dem Gojo richtig jetzt die Hölle heiß machen? Beitreten. Wir haben die Operation bald vollendet. Missionskoordinaten festgelegt. Nö, also. Was? Jetzt eine Einladung. Ja, doch. Jetzt ging's. Orbit synchronisiert. Ich glaube, Gojo wird sich jetzt in die Hose machen. Ja, ich kenn's halt nicht anders, ne? Im Geschwader. Aktiviere Orbitaldüsen. Ja. Orbit synchronisiert. Achso, St. Old Nick ist auch noch da. Kann noch nichts machen, weil der erstmal die Zerstörer synchronisiert. Helldivers zu den Hellpods. Wiederhole. Helldivers zu den Hellpods. Laufen? Hat mit Laufen nichts zu tun gerade. So, okay, du nimmst das mit, dann nehme ich die Dings mit. Mac nehme ich mal nicht mit. Ich nehme den EMS-Mörser mit. Den und den. Und dann nehme ich noch den Laserstrahl. Sollte eigentlich reichen, oder? War ich auch am überlegen, aber zu viel Tesla ist... meh. Hellpodstart initiiert. Ja, ich wollte gerade sagen, weil wenn du hingehst und platzierst irgendwo den einen Tesla, dann bist du schon gebumst. Man hört den anderen nicht, schon wieder das Problem. Jetzt sollte man dich aber hören. Sie sind der Beste der eigentlich. Besten. Werden Sie dem gerecht. Und der Freiheit. Wir benötigen ein Geschütz. Fordere einen Walker. Ja, bitte Geschütz! Ja, bitte Geschütz! Wir benötigen ein Geschütz! Ah, nein! Wegen irgendeinem Idioten ist unser EMS-Ding jetzt am Arsch. Ja, und boah, haut dann auch noch ab, Alter. So sieht's aus, Harik. Boah. So, wir brauchen Verstärkung. Fordere Verstärkung an! Junge, was geht Achtung, hier? Achtung, ich schmeiß den Laser. Wow. Ist aber auch praktisch. Wow! Ja, das ist, weil der eine uns eben komplett genatzt hatte. Nee. Fordere Verstärkung an! Hab ich mal gerufen? Ich mach auch direkt meinen Laser rufbar. Mhm. Ja, ein Nachteil ist, wenn man die Corsair-Kanone nicht dabei hat. Ja. Hab ich nichts gegen Tanks und so dabei? Also werden wir uns leider mit ihm anfreunden müssen. Du hast die Kasar nicht mitgenommen? Nee, ich habe die jetzt diesmal nicht mitgenommen. Weil ich eigentlich gedacht habe, wenn wir da zwei Mechs haben, dann haben wir insgesamt vier Stück nachher. Habe ich meinen mitgenommen? Nee. Ja, naja, hätte ja reichen können sonst. Ja, ich hatte nicht geplant, meinen Mac mitzunehmen. Nee, nee.
Weil die anderen zwei Herren hatten ja. Das dachte ich mir, das reicht dann eigentlich. In was für ein Loch bin ich hingeflogen? Ah ja, das sind hier diese Löcher. Hier kannst du auch mit einer Granate schön hochspringen, wenn Gegner um drumherum sind. Das ist aber neu, oder? Nee, das gibt schon eine Weile. Das ist aber meistens auf dem Planeten, wo die Roboter sind, mit diesen Löchern. Auch ja, vom Säure-Titan. Von welchen von den beiden? Auf jeden Fall voll aufgespießt worden. Verbündeter Zerstörer nun im Geschwader. Helldiver Einsatz im Kampfgebiet. Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. Scheiße, ich hab noch nicht mal irgendwas. Was ist hier irgendwie? Ah, haben wir gerade drei Titanen? Nee, zwei, aber. Zwei. Aber das reicht ja auch. LOL. Ich bin raus. Ja, ich hab's gerade gesehen. Kommt aber noch nicht mal eine Meldung. Gut, das muss man jetzt nicht verstehen, aber ist okay. Magazin leer! Nee, muss man nicht wirklich verstehen. Nee. Hatte ich aber heute Morgen auch schon die ersten Runden, wo ich gestartet hatte. What? Bei mir ist das Spiel komplett gecrashed. Ich komme gerade wieder rein. Jetzt bin ich gespannt, ob ich nach dem Ladebildschirm. Das ist aber eine Sony-Fehlermeldung. Kann gar nichts mehr. Krasser Scheiß, ne? Hatte ich aber heute Morgen auch. Ich habe dann erstmal über Steam Reparatur gemacht. Das hat auch länger gedauert wie sonst. Und er hat zig Fehlerdateien gefunden. Würde ich dann auch empfehlen. Ein Update? Der macht jetzt ein Update? Echt jetzt? Steam, oder? Mhm. Gut, dann machen wir das Spiel kurz aus. Gehen wir in den Just-Chatting-Modus. Alter, also langsam, weißt du, gestern haben wir schon 3 GB Update geladen. Jetzt wieder ein 1,19 GB Update. Also irgendwann langt es mal. Die sollen das doch so machen, dass die Patch ab 0 Uhr weltweit ausgegeben werden, überall, damit du rechtzeitig in deinem Land in Ruhe zocken kannst. Ja gut, aber es ist nicht überall gleichzeitig 0 Uhr. Ja, dann sollen sie die Server so machen, dass in jedem Land ab 0 Uhr das gegriffen wird. Also sobald bei uns 0 Uhr ist, dann in den USA, dann sollen die das so machen. Und die sollen das jetzt auch endlich reinbringen, dass du nur in Europa auf die Server kommst. Auf Server mit niedrigem Ping. Ja, aber dann hast du ja wiederum dieses Problem, dass du nicht mehr mit allen spielen kannst. Dann verzichte ich da drauf. Ich würde sogar... Ja, naja, könnte schwer sein mit weltweiten Servern. Ja, hast du recht, Neo. Sehe ich auch so. Ja, weil ich bin jetzt schon so oft jetzt auf Servern gewesen, da drückst du und drückst du die Proben an und es passiert nichts. Ja, das ist aber auch, weil zu viele Leute das Spiel am Zocken sind. Ja, gut, aber wir sind jetzt, ich sag mal, in einer Zeit... Das ist wie Blizzard. Jedes Mal, wenn irgendein Blizzard-Spiel rauskommt, sind die Server überlastet. Da muss man halt mal am Anfang mehr Server schalten. Das kann man ja gegen später wieder runterregulieren. Aber zuerst mal die Server stellen. Hm. Kriege langsam echten Hass. Und Sony ist ja jetzt auch nicht eine kleine Firma, die erst das erste Spiel rausbringt, sondern... Naja, Sony ist ja nur der Publisher, ne? Ja, dann soll der Publisher, dann soll Sony den unter die Arme greifen. Feierabend. So, ich join dir neu. Ich mach mal gerade hier ein paar Sachen. Willkommen an Bord. Ja, ja, alles mein gut. Schiff. Ich guck erstmal, ob's. Aber es funktioniert beim ersten Mal. Weißt du, oder dann sollen sie doch eine Werbung irgendwas einblenden. Achtung, neues Update verfügbar. Bitte beenden Sie Ihre Runde. Oder die Möglichkeit hast, dass du noch
die Mission fertig spielen kannst, aber doch nicht rausfliegst. Was soll denn der Scheiß? So. So, ich muss definitiv mal wieder Proben sammeln. Dank des verpflichtenden Auftragsfreiheit. Das habe ich auch nicht gesehen, was du alles hattest. An Proben? Was du, welche Schiffs-Upgrades du gerade hattest. So. Ja, weil Stream hängt ja ein bisschen nach. Leicht. Bin gerade dran, die Orbitalkanonen um auszubauen. Danach wollte ich den Hangar weitermachen. Genau. Aber für beides brauche ich erstmal jede Menge noch Handzeugs. Ja, du brauchst die normalen und die seltenen. Ich brauche alles. Ja, du brauchst eigentlich radikal alles. Alles, alles und noch viel mehr. Oh, ihr kennt doch hier bestimmt alle diese Knickknacks, ne? Chat. Und du auch, ne? Diese tollen Nussdinger da mit Teig. Mega geil. Ich hab mir jetzt beim Action, da gab es welche mit Sriracha. Kennst du? Nee, Sriracha sagt mir jetzt gar nichts. Sriracha-Soße, kennst du nicht? Diese scharfe Soße. Ah! Ja. Oh je. Dann brennt's ein bisschen, wa? Alter, die Dinger, die kannst du kaum essen. So, wollen wir zwei Macs mitnehmen, oder was? Ich nehme Standard wieder Adler und Orbital. Dann würde ich sagen, die Corsair. Diesmal nehme ich den Max. Nehme ich auch einen Orbital, dann nehme ich einen Mac mit. Dann nehme ich einen Tesla mit. Und den EMS, der sollte reichen, oder? Sollte. Ja, wir probieren es einfach. Mehr wie Stern ist nicht so, drin. So, nehmen wir mal Vitalitätsverbesserung mit. Ja, let's go. Sterben muss auch zum Schild sein. Sterben für die Demokratie. Ja, auf jeden Fall habe ich die Dinger gestern gefuttert und hatte erstmal die Fresse am Brennen, als gäbe es keinen, was weiß ich was. Ein Bock, ja. Ja gut, beim, wenn ich mal beim Chinesen bin, all you can eat. Und sollten Sie fallen, denken Sie dran. Dieses Sampen war Oleg. Also schärfer wie das darf es echt bei mir auch nie werden. Ja. Ja, bitte geschehen! Nächstes ist gerufen. Ich schmeiß meinen Laser dann mal schon. So. Hallo, Max. Wir benötigen ein Geschütz. Schwer. Nordwestlich. In der Nähe. So, dann gehe ich mal in meinen Mac rein. Bevor der Titan den hier meint, vernichten zu wollen. Oh, und da war der Titan schon down. Ja, ich habe dazu keine Raketen mehr. Alter, du kannst den komplett leer feuern, ne, auf den Titan. Und der lebt halt immer noch. Oh oh, okay. Mein Teil, also mein Ding ist leer. Boah, scheiße. Yo, bestimmt! Ja? Ich bin down. Ja, bitte los, das ist das. Achtung, 500 ist drin. Zeigt mir den Feind! Nächste 500er ist drin. Magazin leer. Ja, mit Sicherheit. Ja. Die rotzen dich ja hier weg, als gibt's sonst nichts zu tun. Nee, also in den Runden ist es eigentlich. Der hat's noch gut, der hat noch vollen Raketen. Bam.
Die Demokratie ist gestartet! Ah. Oh! Zieh dich nach hinten zurück. Ich hab noch hier einen Schuss. Pass auf, dass du nicht da wieder reinfällst. Ach, shit. Ich kann nicht mehr aufstehen. Was ist das denn für eine Kacke? Scheißviecher, ey. Hier da vorne kommt ein Charger. Links von uns. Ja, ich habe keine Versager gerade. Versager wurde nicht benötigt. Ja, ich bin am gucken, da vorne liegt es. Ja. Ah, ich laufe in die falsche Richtung. Achtung, kurz hinter dir. Alter, wie viele von den Rotze... Kotzköpfen haben wir hinten, haben wir bei uns jetzt? Sicherheit. Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch, egal wie oft du V drückst, ne, dass da nichts rauskommt. Ja, ja, ja. Da kannst du so viel drücken und tun und machen, wie du willst. Ja, das müssen wir noch ein bisschen überarbeiten. Mr. Chinese, wolltest du gerade echt auf mir landen? Ich möchte gleich die 500 auf den Kopf. Wahrscheinlich. Ja, also... Erbitte Geschütz! Vorräte kommen. Noch 10 Minuten für die Mission. Muss ich gerade nicht verstehen, warum nichts kommt, oder? Ja, können wir in Ruhe Proben sammeln, ne? Würde ich mal behaupten. Sprach er und die Bugs kommen. Beide erwischt, scheint so. Lass mal nachladen. I'm reloading! Gut aus. Gerade auch noch. Ja, ich habe eben mal die Plasmaschrotflinte getestet. Plasmaschrotflinte ist eher so. Naja, so ein bisschen geil, aber auch wieder. Ich bin scheiße. Sie ist echt eine Geschmackssache. Halfguard. Achtung, Laser. Ich wollte gerade sagen, lässt du bitte mal hier unseren... Ja, 5 Minuten 40 Abklingzeit, bis mein Titan wiederkommt. Also ja, ich habe meinen Laser ready. Also falls das kommen sollte... Gehen wir das aus.
Ganz viele Kotzer. Ja. Laser kommt. Ja. Meine 500er hat noch grob 30 Sekunden Abwinkzeit. Ich verzweifle mich mal. Von 10 Proben, also. Haben wir alle? Hier. Yep. Können wir mal sehen. Evakuierungs-Shuttle im Anflug. Hier ist Pelikan 1. Ich kann die Evakuierungszone sehen. Ein da. Countdown läuft. Bereit machen zum Abflug. Ja, P4 will noch nicht. Aber jetzt solltest du rein. Ich wollte gerade sagen, ey, was ist denn da wieder los? Ist der wieder keinen Bock? Ah ja, aber komm, wir haben dich gestern schön reingeschoben. Das war doch herrlich. Auch wenn wir dich reingeprügelt haben mehr. Ich habe mir das gestern nur nochmal angeguckt und dachte mir so, Alter, immer so bam, bam, bam. Der eine jagt die Spritze rein, bam, bam, bam. Ah ja, wenn ich zu dicht dran gestanden bin, dann habe ich auch aufs Maul gekriegt. Verrückten. Ja. Ja, wir wollten es halt in der Zeit noch schaffen, ne? Ja, ja. Ja gut, das ist halt blöd, wenn einer dann auf einmal einen sehr wichtigen Anruf bekommt, der getätigt werden muss. Ja, ja, alles gut. Da steckt man ja nicht drin. Das, ich kenne das Problem. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. So. Jetzt habe ich gestern bei Amazon mir neue In-Ear-Kopfhörer geholt. Also, die sind schon gebraucht, also oh nein. Im Zustand. Ich würde niemals in ihr gebraucht holen. Es kommt von Amazon, ich gucke sie mir an. Nee, generell, weil wenn du in ihrs hast, das hat ja schon jemand im Ohr gehabt, ne? Du kannst dir dadurch, du kannst die Dinger auch abkochen, hier die Gummiteile so, ne? Aber an dem Plastik und an der Hörmuschel an sich wirst du immer dieses Problem haben, dass der Mock von dem anderen immer noch dranhängt. Ja, da gucke ich. Wie gesagt, ich gucke es mir jetzt erstmal an. Und bevor ich sie reinstecke und so. Ich will nur mal testen, weil das sind auch von JBL welche. Mhm. Weil ich habe ja eh JBL Headset. Aber mir wird langsam das Headset zu schwer am Kopf. Okay. Und so, und wenn es nur mal ein Tag kabellose sind, und ein Tag das Gaming-Headset wieder. Dann ist ein bisschen Druck auch weg, weil ich glaube, das tut auch momentan der Nackenmuskulatur nicht gut bei mir. Missionskoordinaten festgelegt. Alles klar, sehen. Musst du die Nackenmuskulatur stärken? Hey, ich mache ja schon mein Training zu Hause. Weißt du, hier so alles Mögliche, was ich machen nur kann. So. Aus. Ich würde sagen, wir landen hier unten. Dann nimm du eine Kasar mit, dann schießt du direkt hier auf die illegale Dingens drüber, ne? Mhm. Und dann sammeln wir alles ein. Obwohl, wir können... Nur aufpassen, wir können, dass hier nicht irgendwo Flugviecher sind. Wir können hier landen direkt, ne? Du holst eine Kasar, machen das. Und dann, ich kümmere mich um die illegale Übertragung. Genau. Und von da dann wieder zurück auf die Position, die Daten holen. Kriegen wir hin. So. Jetpacks. Guck mal, wie schön sauber ihr seid und ich bin der einzigste Dreckige noch. Stell dir mal die Frage, warum das so ist. Ich vermute ganz stark, dass einfach dieses Synchronisieren manchmal, dass das noch nicht so harmoniert. Oh, das denn? War das noch mit? Let's go. Start initiiert. Pom 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 pom. Ja, ja, ja. Und Leon bei dir schon am Start? Nee.
Nee, ich habe Leon bei mir noch nicht gesehen. Leon bei dir heute noch nicht da? Nee. Aber der ist... Stimmt, arbeiten. Ich glaube aktuell gerade nicht, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, der wird wahrscheinlich schon online sein, aber es kann sein, dass er halt gerade zu tun hat. Am Pennen. Die ganze Galaxie verlässt sich auf ihre Hilfe. Nichts darf der Freiheit im Weg stehen. Ich hätte dann gerne mal mein Jetpack langsam. Ja. So. Positioniere Pin westlich, 50 Meter. Nicht so geil. Jo, die ist weg. Guck mal, dass ihm jetzt ein bisschen hilft. Der rennt da mit einer Kazaa hinter mir und... Hinter dir Giftspeier gleich. Auf die Viecher wollte ich nicht mit der Kazaa schießen, Mensch. Wieder ein fucking Hive Guard. Die Freiheit ruht niemals! Lade nach. Lade auch nach. Ja, natürlich. Wow. Was denn? Ach, diese scheiß Jäger wieder. Lade auch neu. Schmeiß Laser. Achtung. Ja, ich auch. Shit. Lol. Ja, der... Ah, ist nicht schlimm. Lange jeweils noch ein. Ja, ist aber auch nicht schlimm, da kommt nicht ein Titan, ist auch ein besser. Yes! Yes! Titan Charger, alles haut jetzt raus. Ja, ja, Titan hängt irgendwie in der Luft. Voll geil. Ja. Flachsen. Ah! Ja, ist klar. Magazin leer! Ja, jetzt habe ich zwei. Werfe Granate! Lad doch nach, du Kackding! Achtung, 500er! Charger läuft noch. Keine Ahnung, wo der jetzt hingelaufen ist. Kommt nur! Nehmt das! Kopf ist weg. Aber der Titan hängt echt gut in der Luft. Yo! Achtung, 500er. Wieso verballerst du die? Was? Die 500er? Ja. Oh, Giftspeier. Ich habe keine Waffe mehr, ne? Was brauchst du? Brauchst du Kosa? Ich kann gar keine Waffe rausholen. Ja, ich seh's grad.
Doch, jetzt hast du Waffe wieder in der Hand. Magazin leer. Haben sie da bestimmt irgendwas rumge... Ein Schuss? Gestern. Ja, kannst du nicht spielen. Ich schieß einen Schuss, Junge, und ist direkt komplett wieder... Oh, oh. Was kommt da? Python? Nee, ein Charger. Charger? Nee, ist da gerade so aus, als wenn hinten... Hinten ist ein Titan auch noch. Ja, 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 ja. Oh, oh. Nicht flachsen, Leute. Das ist so der Moment, wo ich sage Rage Quit. Genau, ich war schon weg und der Charger trifft mich trotzdem an. Ja! Achtung, lauf, lauf! Der Titan hat den Charger kalt gemacht. Ich konnte hier nicht weg, ne? Ich konnte nicht weg. Ich kann nur. Ja, wenn ich hier drauf gehe, dann gehe ich richtig drauf. Junge, wollt ihr mich verarschen? Der nächste. Aber der ist mal weg. Gucken, ob ich jetzt auf ihm landen kann. Lol, Blackbusma. Bereit zu befreien! Und tot. Also ich hoffe, dass er auch noch irgendwann mal eine Rüstung kriegt, die ein bisschen gegen Gift was wirkt. Ne? Das ist diese scheiß Säure. Ich häng in der Wand fest! In der Wand! Ich konnte mich weder drehen noch sonstiges. Die Kamera, die ging gar nicht. Was ist denn das jetzt auf einmal? Weiß ich nicht, aber ich habe solche Probleme gerade noch nicht. Aber. Lauf einfach, lauf. Der hat's, ich wollte gerade sagen, der hat mich instant umgedreht. Ja, ja. Aber ich dürfte dich noch geschmissen haben. So, da stelle ich mir die Frage, wie kann das sein, dass der Charger einen Instant 360 Turn macht? Wie gesagt, mit dem vorletzten, also mit dem Patch von vor zwei Wochen, können die das. Der ist auch, was das angeht, sehr viel mobiler geworden. Das ist Wahnsinn. Achtung, 500 Sekunde. Und das sind Drift. Achtung, lauf, 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 lauf. Da wurde ich schön gerackt dort. Alter, auch dass die R36 ja einfach nur noch 6 Schuss hat anstatt 12, geht mir so auf den Pinsel. So nach dem Motto, wie umständlich muss man es den Leuten machen? Einfach nur mit Ja antworten. Und dann explodiert das Schrapnell wieder in meinem Dingen drin. Ich muss mir eine andere Waffe nehmen, ey, ganz ehrlich. Wow. Ich liebe es, wenn die Säurepanzer explodieren. Ja, ich muss. Guck mal, wir haben jetzt eine Viertelstunde rumgeeiert. Für nichts. Ja, nur, dass wir hier auf die Fresse wieder kriegen. Guck gerade, irgendwo hier müsste jetzt mein Zeug liegen. Seltene Probe gesammelt! Ja, es ist so klar. Wieder vorgedrückt, es passiert immer nichts. Das ist das, was ich eben sagte. Ja, ja. Da kannst du drücken, wie du Lust und Laune hast, sonst passiert nichts. Ey, wo ist der? Achtung, hier kommen sie noch. Ja, hier unten auch. Wow. Geh ich lieber rückwärts runter. Muss nachladen. Lad doch mal nach, ey. Zumal immer dann... Immer dann, wenn du es nicht gebrauchen kannst, ne? Ja, ich
Wie gesagt, ich find's auch bei der Waffe jetzt echt scheiße, dass er auch von 6 Magazinen auf 3. Guck mal, was da alles kommt. Das ist doch. Ja, wir müssen da weiter rüber. So, Achtung. Noch 30 Minuten für die Mission. 500 auf Flieg. Ist mir egal, dann rufe ich halt eine SOS-Barke. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Verstärkung ist immer gut. Ja, ganz ehrlich. Es ist halt schade, ich hatte ein paar Spieler eigentlich, aber von dem einen. Rechts von uns, von Nordwesten kommt ein Titan. Magazin leer! Ja. Achtung, Laser. Das ist jetzt also total schwachsinnig gewesen, weil da kam halt einfach nur die Granate drauf. Und der Titan war weg. Ja. Das ist ja auch das, was ich manchmal nicht verstehe. Einmal verkraftet der Titan gar nichts, ne? Instant tot. Und dann hält er alles aus. Das ist so bekloppt. Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, die Werte der Viecher, der Bugs und so, das wird irgendwie gewürfelt. Magazin leer! Letztes Nachladen! Ich brauche einen Nachschub, wenn jemand hat. Ja, hier bitte schön. Dann brauche ich nämlich auch dringend mal. Ich bin nämlich am letzten Magazin. Das ist nicht normal, was hier abgeht, ey. Nee. Erwarte Taktikpaket! Ja, verkacktes Lord. Kleines Arschloch! Meine Fresse! Warte. Ja, warte. Ich kann den Corsair für dich rufen hier. Die Kasar, die bringt mir halt nichts, wenn ich halt keinen. Ich hab nichts mehr zum Schießen. Der blöde Penner, alles nur wegen dem Japsen. Entschuldigung. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Nee, ich meine das jetzt für den Stream. Ja, ja, das ist. Das ist halt so eine Sache, die geht gar nicht. Man nimmt sich ein Paket raus und gut. Ja, ja. Boah. Ja, komm. Hast du super gemacht, Mister. Asien-Mensch. Ruf doch jemanden. Einen Titan habe ich gekillt. Sauber. Jetzt ist ein Geosturm und ich kann nichts machen. Weder gucken, wo mein Material ist, noch irgendwas. Die Mission ist zum Scheitern. Versuch die jetzt mal da wegzulocken. Die Mission kannst du knicken. Mal, wie kann man denn so arschlochhaft sein? Der hat sich ja alle vier Dinger reingepfiffen, ne? Ne, eins hat ich drei. Auch. Drei hat er sich reingezogen. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch nichts mehr.
Ja, aber ganz ehrlich, wie assi ist das? Du gehst doch nicht hin und ziehst dir drei Dinger rein. Das ist schon... Da wünsche ich mir die Funktion zurück von wegen, die es gab, dass du jemanden als Traitor kennzeichnen kannst. Und der wird dann von der Community geheadhunted. Die hatten sie ja mal kurzweilig drin. So, ich muss dich rufen. Ja, lauf erstmal, lauf erstmal. Ist das jetzt diese Sniper-ähnliche Mischte da? Was? Die du hast? Nee, das ist die, das ist schon mit Sniper, aber wow, mit Granatenlaunchen. So ein Ding. Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. Alter, das ist einfach nur... Das ist krank. Hier müsste irgendwo dein Checkpack hier vorne liegen. Eh nix. Was ich halt auch lustig finde, ist, dass dieser Nachladeprozess, wenn du aus Versehen mal die Feuertaste drückst, weil er eigentlich schon nachgeladen hat, und dann funktioniert die nicht. Ja, Junge! Okay, Teil ist ja nicht, ist ja nicht so, als seien die Säurespeier schon schlimm genug gewesen. Jetzt hast du auch noch Säurekrieger im Game. Die Demokratie ist gelandet. Was wollen die denn den Bugs noch geben? Ja. Die Krieger waren doch sowieso schon schlimm genug. Alter. Nee, komm, bevor ich da jetzt irgendwie... Ich bleib stehen, hat kein Sinn mehr. Wenn wir das TKS nicht ausschalten, hat kein Sinn. Toten erst der Anfang sein. Ja, dann sind die Toten erst der Anfang. Richtig. Da kannst du schon sehen, dass diese Mission nicht dazu gemacht ist, dass du die schaffst. Nee, selbst mit vier Mann nicht. Ja, wenn er vier fähige Spieler hätte, ist schon... Nee, selbst dann nicht. Guck mal, was hier bei zwei Spielern alles runterkommt. So, also, da kannst du tun und lassen, was du willst.